voll den Kopf gestoßen hier. Oh, Kacke. Mann, Mann, Mann. Das gibt eine Beule. Bunkeranlagen von Nordby. Das liegt im Norden der Insel. Hier gab es Flakstützpunkte, die die Stadt Esbjerg auf dem Festland beschützen wollten. Soweit ich gelesen habe, kam es hier aber niemals zu Kampfhandlungen. Auf der Insel befinden sich noch sehr viele Bunkeranlagen. Viele davon sind begehbar. Ja, und dies hier war schon eine recht große. Ja, und sehr interessant, da mal reinzugehen. Vor allen Dingen sah es da drin noch also relativ sauber aus, sag ich mal. Das heißt, da gab es also nur sehr wenige Graffitis. Ich ziehe mal weiter meine Runden und kommt mit.